Zittern, schwitzige Hände, aufgeregt sein, Lampenfieber, wir alle kennen das. Gerade vor Vorträgen oder Referaten in der Schule. Dabei muss das Ganze nicht sein und es gibt wertvolle Tipps, die wir anwenden können, um gechillter vor Präsentationen zu sein. Und heute werde ich euch mal einige Tipps dafür teilen. Hi, ich bin Lara, ich bin 16 Jahre alt, mache momentan mein Abitur und ich teile hier auf meinem Kanal jede Woche Tipps für bessere Noten für die Schule und für Organisation und Produktivität. Abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, um nichts weiteres zu verpassen und heute erstmal viel Spaß bei den Tipps für Präsentationen. Ich war früher auch eine Person, die extrem viel Angst vor Referaten hatte und ich bin auch immer noch so, dass wenn ich Vorträge halte, ich anfange viel schneller und viel undeutlicher zu reden. Teilweise habe ich mich so stark über meine Note geärgert, weil ich einfach wusste, ich hätte eine bessere kriegen können, wenn ich einfach irgendwie ruhiger und besser gesprochen hätte, wenn ich nicht so aufgeregt gewesen wäre. Mittlerweile ist es aber schon besser geworden und ich fühle mich auch nicht mehr ganz ängstlich wie vorher. Der Gamechanger für mich war eigentlich wirklich mein Mindset so ein bisschen zu verändern. Früher dachte ich immer, okay, ich habe Angst. Es ist wirklich irgendwie Angst, es ist irgendwie Lampenfieber, aber eben im schlechten Sinne. Und jetzt versuche ich darauf eher ein bisschen positiver zu gucken und zu denken, okay, Lampenfieber kann ja auch was Gutes sein. Es muss nicht diese Angst sein, es kann auch so Excitement sein, wenn man im Englischen sagen würde. An sich ist ja Angst nicht immer unser Feind. Angst hilft uns ja eigentlich, uns vor schlechten Situationen zu schützen. Angst ist ein Signal, was uns helfen soll. Angst ist nicht unser Feind. Wenn wir aber hier mal rational überlegen, dann gibt es nichts, wie wir uns eigentlich fürchten müssen. Und deswegen können wir auch die Angst einfach in Aufgeregtsein umwandeln. Unser Körper kann oft Gefühle mit gleichen Symptomen nicht unterscheiden. Wenn wir jetzt irgendwie schwitzige Hände bekommen oder irgendwie diese Symptome haben, dann weiß unser Körper nicht hundertprozentig, was das jetzt für ein Gefühl ist. Und wir können auch einfach so tun, als wäre es eben Aufregung und nicht Angst. Du musst einfach wirklich logisch überlegen. An sich ist es nichts Schlimmes. Es würde dir nichts Schlimmes passieren. Und die Menschen, wenn du etwas vorträgst, sind meistens Menschen, die du sowieso jeden Tag siehst und die ebenfalls Referate und Vorträge auch vor dir halten müssen. Und es hilft mir auch noch immer daran zu denken, dass die meisten Schüler oder Schülerinnen, die gerade in diesem Raum sitzen, dass es denen so egal ist, wie du gerade performst. Selbst wenn das Worst-Case-Szenario eintritt und du irgendwie alles vergisst, einen Blackout hast, dich total versprichst, dann würde es vielleicht bei den Menschen noch 10 Minuten im Gedächtnis bleiben, aber danach werden sie das wieder vergessen, weil es eben nichts Wichtiges für deren Leben ist. Deswegen überleg dir einfach das Worst-Case-Szenario, was meistens gar nicht mal so schlimm ist. Der nächste Tipp ist, dich einfach vorher gut vorzubereiten und vielleicht auch schon die ersten Sätze auswendig zu lernen. Wenn du einen Vortrag hast mit mehreren Unterthemen, würde ich dir einfach empfehlen, für jedes Unterthema die ersten Sätze auswendig zu lernen. Beispielsweise einfach natürlich deine Einleitung und dann wirst du auch immer so in den Flow kommen, wenn du dich hier mit deinem Thema gut auskennst. Und dann sollte das eigentlich kein großes Problem sein. Wenn du das darfst, sind natürlich auch Karteikarten sehr sinnvoll. Ich habe auch einige Lehrer, die nicht möchten, dass wir irgendwelche Karteikarten dabei haben und unseren Vortrag nur frei machen, wovon ich aber irgendwie gar kein Fan bin, weil ich eigentlich schon der Meinung bin, dass auch wenn man sich mit einem Thema gut auskennt, es immer hilfreich sein kann, so ein paar Gedächtnisstützen zu haben wie Karteikarten. Eine Sache, die ich gerne bei meinen Freunden mache, wenn sie einen Vortrag halten, ist ihnen immer direkt in die Augen zu gucken und zu nicken. Weil ich finde, wenn man nickt, dann fühlt sich eine Person irgendwie bestätigt und hat dann nicht mehr ganz so viel Angst oder fürchtet sich nicht irgendwie, dass man irgendwas Falsches gesagt hat. Also falls ihr auch Freunde in einem Kurs habt, dann fragt sie doch einfach, ob sie euch aktiv angucken können und vielleicht einfach mal so nett zu lächeln, zu zwinkern oder mal so nicken, um euch einfach so ein bisschen Sicherheit zu geben. Was ich ja wirklich lernen musste, ist langsam zu reden. Denn ich hasse es eigentlich, zwischen meinen Sätzen irgendwie so Pausen zu machen oder eben so langsam zu reden, wie ich es zum Beispiel jetzt gerade mache, weil ich an sich von Natur aus eine Person bin, die sehr schnell redet. Aber denk immer daran, dass wenn du Pausen machst, sie für dich viel länger vorkommen als für den Zuhörenden. Denn dein Zuhörender hört wahrscheinlich den Inhalt das erste Mal, während du es ja schon tausendmal vorher geübt hast. Also wenn du langsam redest, kommt es für dich viel langsamer vor, als für den, der gerade zuhört. Und das ist eine Sache, die ich jetzt mittlerweile immer noch lernen muss und vor allem auch gerade bei meinen YouTube-Videos lernen muss, weil mir viele Menschen immer in die Kommentare schreiben, ich sollte noch langsamer reden. Und es ist für mich einfach immer noch eine Challenge, aber ich freue mich sehr, dass ich schon besser darin geworden bin. Ein weiterer kleiner Tipp, der dir immer helfen wird, ist eine Flasche mit nach vorne zu nehmen und etwas zu trinken, wenn du gerade ein kleines Blackout hast zum Beispiel. Also wenn du nicht mehr weißt, was du gerade sagen wolltest, dann nimmst du einfach deine Flasche, trinkst vielleicht einen Schluck und dann hast du ein paar Sekunden, dir zu überlegen, wo du gerade stehen geblieben bist. Und für den Zuschauenden oder Zuhörenden wird es gar nicht mal so weird rüberkommen, weil die Person eben denkt, dass du etwas kurz trinken möchtest. Es kann dir auch sehr helfen, eine PowerPoint-Präsentation zu haben oder ein Plakat zu haben, um einfach deinen Vortrag zu visualisieren. Und dann kannst du einfach, wenn du auch einen Blackout hast, einfach kurz darauf verweisen und sagen, ja, ich habe auch noch ein Bild mitgebracht, blablabla, und dann hast du schon gleich eine Sache, auf die du dich dann lehnen kannst, wenn du gerade vergessen hast, was du sagen wolltest. Im Großen und Ganzen kann ich auch sehr empfehlen, Meditationsaufgaben zu machen oder irgendwie so Atmungsübungen. Also einfach mal vor dem Vortrag 10-mal ein- und ausatmen, das hilft. Und vielleicht würde die Meditation nicht direkt 10 Minuten vor dem Vortrag direkt helfen, wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht so doll.
Aber wenn du das regelmäßig praktizierst, wirst du, glaube ich, längerfristig ein entspannterer Mensch werden. Falls du jetzt auch noch Tipps möchtest, wie du in einer Klausur 15 Punkte erreichen kannst, verlinke ich dir gerne mein Video dazu mal in der Infobox. Auf meinem Kanal kommt es einmal die Woche Videos online zum Thema bessere Noten kriegen und besser in der Schule werden. Abonniere sehr gerne meinen Kanal, um das nicht zu verpassen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Hab noch eine schöne Woche, einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!